Ich möchte euch auch herzlich grüßen, alle Gäste, die ihr da seid. Ihr habt heute einladen lassen, die Gemeinde, die Freunde. Schön, dass ihr da seid. Dass in der einen berühmten Weihnacht nicht unbedingt all das so geschah, wie wir für gemein halten oder das, was so über gemein über Weihnachten gedacht und geschrieben und gemalt wird, ich vermute, ich verwundert jetzt nicht so viele. Dass es nicht genauso buchstäblich da passierte, wie wir oft sehen, lesen, hören. Viele Mythen und Sagen gibt es über Weihnachten. Über diese eine berühmte Weihnacht gibt es ganz viele Geschichten, die sich über Jahrhunderte, wirklich von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Generation zu Generation verbreitet haben, entwickelt haben und bis heute ihre Gestalt so angenommen haben, wie es heute so bekannt ist. Einige von diesen Mythen und Geschichten und Erzählungen und Bildern, was Weihnachten wohl gewesen war und was Weihnachten bedeutet, wird uns in diesen Tagen Adventszeit überall begegnen. Ob das an der Haustür sein wird, wenn dann auf einmal jemand klingelt und Süßigkeiten haben möchte und einen Segensspruch hat, ob das jetzt am Weihnachtsmarkt sein wird, ob das im Fernseher sein wird und im Einkaufsläden, beim Lidl oder Aldi, überall begegnet uns das. Und wir werden damit permanent konfrontiert und uns werden so bestimmte Bilder und Eindrücke von Weihnachten an uns gezeigt und dargestellt. Die sonderbarste der Geschichte von Weihnachten, die sonderbarsten Figuren, die in dieser Weihnachtsgeschichte gibt, sind die sogenannten drei heiligen Könige. Ja, die tauchen immer wieder auf und vielleicht schon ein und andere Mal bei euch in der Haustür. Es lohnt sich, oder so sonderbar sie auch sind, sie bekommen in der Bibel, gerade in der Weihnachtsgeschichte, eine ganz besondere Stellung. Man kann einiges über sie nachlesen und so sonderbar sie auch sein mögen, die Bibel hat zu ihnen etwas zu sagen. Und es lohnt sich wirklich, ihre Identität bis in ihre Spur bis nachzugehen und bis nachzuforschen, wer waren sie wirklich. Und es ergeben sich einige Fragen bezüglich dieser sogenannten drei heiligen Könige. Wer waren sie wirklich? Waren sie wirklich Könige? Und waren es wirklich drei? Und waren sie wirklich heilig? So, wer sind diese drei heiligen Könige, von denen man immer wieder gerade in der Weihnachtszeit viel hört, liest und sieht? So, wer waren sie wirklich? Sind sie wirklich auf Kamelen da angeritten und kamen nach Jerusalem, oder waren ihre Namen Kaspar, Melchior und Belsazar, wie man auch sie ausspricht? Ich finde, Kaspar klingt voll gut, der Kaspar. Waren es ihre drei Namen? Woher kommt das? Wieso nennt man sie so? Woher weiß man, dass sie diese Namen haben? Und warum suchten sie eigentlich den König der Juden, obwohl sie selber die Juden gar nicht diesen König suchten? So, was brachte sie dazu, nach Jerusalem zu reisen, auf den Kamelen und nach irgendeinem König der Juden zu fragen? Woher kommen sie dann überhaupt? Für mich die spannendste Geschichte, wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen, nach Jerusalem zu reisen und nach einem König zu suchen? Wie kommen sie überhaupt dazu? Und die allerwichtigste Frage ist, warum kamen sie? Was war der tiefste Beweggrund und warum sind sie überhaupt dahin gekommen? Ihr merkt, ganz viele Fragen kann man zu diesen berühmten drei Königen, den heiligen drei Königen, Kaspar, Melchior und Balthasar stellen. Vielleicht interessiert die eine und die andere Frage dich auch brennend und ich hoffe, dass in dieser Weihnachtszeit, in der Adventszeit, wir wollen jetzt die nächsten Gottesdienste uns diese Begebenheit genauer anschauen, dass vielleicht die eine oder die andere Frage für dich auch da beantwortet wird. Die meisten, wie gesagt, die meisten Vorstellungen über das meiste, was wir über Weihnachten wissen. Leider ist oft so, dass wir es mehr von den Weihnachtskarten kennen, von irgendwelchen Krippenspielen kennen und vielleicht sogar von irgendeinem Hollywood-Film, das schön verfilmt und illustriert ist und entspricht aber in den wenigsten Fällen wirklich der Wahrheit dessen, was da wirklich damals passierte. Und wir haben einen Bericht in der Bibel, der uns da in das hineinnimmt, der uns diese sonderbaren Figuren der Weihnachtsgeschichte, dieser besonderen Weihnachtsgeschichte uns vorliest. Das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und ich würde gerne diesen Text lesen. Also was sagt die Bibel über diese Personen, über diese sonderbaren Figuren? Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Ich möchte sie euch vorlesen.
Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, ja, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Judäa, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Führer hervorkommen, der dein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihn huldige. Sie aber zogen ihn, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stadt stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und huldigten ihn. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfingen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in das Land. Wir wollen uns diesen Text anschauen, in den kommenden Sonntagen heute anfangen und wollen ein bisschen hineinschauen und dahinter schauen, was es mit diesen Personen auf sich hat und mit Weihnachten auf sich hat. Dass es gelingt, möchte ich beten. Und vielleicht stehen wir noch einmal dazu auf. Es ist gut für unseren Kreislauf und für die Achtung von unserem Herrn. Jesus Christus, um dein Wort zu verstehen, brauchen wir deinen guten Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Wir waren nicht dabei vor über 2000 Jahren, als du auf diese Welt gekommen bist. Wir waren nicht dabei, als diese sonderbaren Figuren da auftauchten und dich suchten. Wir haben dein Wort und den Bericht, der mich persönlich vom tiefsten Herzen glaube, dass es so war, und keine Weihnachtskarte und kein Film oder kein Krippenspiel, sondern du hast es uns offenbart. Du hast es uns aufschreiben lassen. Wir haben es sogar in Deutsch, dass wir nachlesen können. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns da in diese Wahrheit hineinführst und die Bedeutung groß machst. Herr, schenke Weisheit und Verständnis beim Lehren dieses Abschnittes, aber genauso, Herr, schenke Gnade, dass wir hören und verstehen. Herr, beantworte uns ein paar Fragen von diesem Ereignis, Herr, dass wir verstehen, um was es da eigentlich wirklich geht. Gut, dass wir dich bitten dürfen, gut, dass wenn wir bitten, dass du auch gerne gibst, und ich danke dir jetzt schon dafür. Amen. So lade ich euch ein, weiterhin die Bibel aufgeschlagen zu haben, beim Matthäusevangelium, Kapitel 2, da starten wir und wir versuchen uns, ich pick ein paar Fragen aus diesem spannenden Text heraus und möchte mit euch und über eine von diesen vielen Fragen nachdenken und den nächsten Sonntag über die nächsten paar Fragen nachdenken und dann eben in den Höhepunkt haben wir dann am 24. So, in Vers 1 heißt es, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes. Lasst mich, bevor ich ein paar Fragen versuche, euch zu beantworten, wer diese Menschen da waren, wirklich waren, ein bisschen etwas zum Hintergrund euch sagen. Was geschah? Der Text beginnt, als Jesus in Bethlehem zu Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes. Hier haben wir unseren berühmten Kontext, hier haben wir unseren berühmten Hintergrund, der uns hilft, dieses Ereignis ein bisschen besser einzuordnen. Was war da so verwunderlich und was war da wirklich so sonderbar? Und die Tage waren ganz besonders, diese Tagen waren sonderbar. Sonderbar deswegen, Jesus ist ungefähr 10 Kilometer entfernt von Jerusalem, der Hauptstadt Israels, geboren. In einem ganz kleinen Städtchen namens Bethlehem. Die meisten von euch, denke ich, wissen, ganz kleines Städtchen, nicht so bekannt, also nicht so berühmt, das natürlich im Schatten Jerusalems lag, 10 Kilometer entfernt. Aber es war doch eine berühmte Stadt. Warum? Denn der berühmte König David ist in dieser Stadt geboren. Es war die Geburtsstadt des König Davids. Er war der zweite König Israels. Der erste war Saul. Und Saul war eigentlich der König, wie das Volk wollte. Und David war ein König, wie Gott es wollte.
Und Gott verwarf Saul, den ersten König, und hat die Königslinie schon in das Stamm Juda und in die Nachkommenschaft Davids hineingelegt. Er hat dem David versprochen, dass seine Nachkommenschaft und das Stamm, aus dem David kommt, nämlich das Stamm Juda, dass das die Königslinie sein wird. Und dieses kleine Dörfchen war sozusagen die Geburtsstätte der Königslinie. Ganz unbeachtet, aber da kam der erste wahre König sozusagen Israels zur Welt, König David. Und ab da sollten dann diese Königslinie folgen. So war diese kleine Stadt Bethlehem eine Königsstadt, eine Geburtsstadt der Könige sozusagen. Gott hat diesem David etwas versprochen, etwas Gewaltiges versprochen, was ihn sehr, sehr freute und ihm eine große Ehre gewürdigt worden ist. Gott hat gesagt, David, einer deiner Nachkommen, den ich dir geben werde, einer von deinen Söhnen, der kommen wird, der wird nicht nur ein König sein, so wie du, sondern er wird der König der Könige werden. Er wird der König sein über alle Könige. Er wird die Herrschaft haben, die nicht nur eine zeitlich begrenzte Herrschaft ist, sondern diese Herrschaft wird in Ewigkeit bestehen. Und das Reich, das er bauen wird, wird niemand zerstören können. Ich möchte euch kurz diese Verheißung kurz vorlesen. In 1. Chronik, Vers 17, wir haben vorhin von Peter schon etwas aus Chronik gehört. Aus 1. Chronik, ich muss das aufschlagen. 1. Chronik 17 möchte ich euch diese Verheißung und dieses Versprechen, das Gott diesem König David gegeben hat, euch vorlesen. Vers 11 heißt: So verkündige ich nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und dann, und er wird, es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, das heißt, David, wenn du alt bist und stirbst, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde ihn seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dir habe nicht weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Beistand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Diese Verheißung, dieses Versprechen gibt Gott dem David und sagt, einer, der nach dir kommen wird, David, er wird mein Sohn sein. Und er wird eine ewige Königsherrschaft aufbauen. Mit dieser Verheißung und mit diesem Wissen, das ist Bethlehem. Also das ist die Stadt, in der Jesus zur Welt kam. Und das ist mit dieser Verheißung, da kommt der König, da kommt der König, aus dieser Linie kommt der König. Zu dieser Zeit, also zu dieser Zeit, als Jesus zur Welt kam, in dieser kleinen Stadt Bethlehem, herrschte auch ein König in Israel. Und der hieß Herodes. Bekannt, unter den auch Geschichtsschreibern, bekannt als der Herodes der Große, war ein großartiger Architekt, hat große Gebäude, große Paläste, große Burgen gebaut, hat auch den jüdischen Tempel umgebaut und verschönert und war ein sehr berühmter König bis heute hin. Und dieser König Herodes herrschte zu dieser Zeit in Jerusalem, als Jesus geboren wurde. Und das Problem ist, er war nicht aus der Nachkommenschaft Davids. Eigentlich war er kein rechtmäßiger König. Er kam nicht aus der Nachkommenschaft Davids, er war nicht mal aus der Nachkommenschaft Judas und sein Vater oder Ur-Ur-Urvater war auch nicht David, sondern er war ein Edomiter, kein Israelit, sondern ein Edomiter. Und die kann man zurückführen und ihr Vater, wir können zurückführen, bis zu Esau. Also der Herodes, König Herodes, seine Abstammung können wir zurückführen bis zu dem Sohn von Isaak, Esau. Isaak hatte zwei Söhne, Jakob und Esau. Aus Jakob kam das Volk Israel heraus und aus Esau dann Edomiter und andere Völker. Und Herodes war einer aus der Stammlinie, aus der Abstammung Esaus. So, da gab es keine Verheißung auf ein Königtum, da gab es keine Verheißung auf ein ewiges Königtum, überhaupt keine Verheißung auf ein Königtum. Aber Herodes war König in Israel. Und wie hat er es geschafft? Durch ganz viele Intrigen, durch Betrügereien, durch Bestechung, durch Beziehungen. Und er hat sich im römischen Senat eine Lobby geschaffen. Er hat durch Finanzen und Beziehungen und diese Dinge, durch Heirat, hat er eine Mehrheit auf seine Seite gebracht. Und sie haben ihn in Rom damals zum König der Juden ernannt, obwohl es gar nicht war.
dann hat er eine Armee genommen und mit diesem Auftrag, mit dieser Vollmacht ist er nach Jerusalem gegangen mit einer Armee, die er sich gekauft hat und hat Jerusalem eingenommen und sich zum König der Juden ernannt. Er war rechtmäßig, keiner hat sich das genommen und so saß er auf dem Thron Israels und war eigentlich mit dem Titel König der Juden, war aber rechtmäßig kein König der Juden. Hat durch Beziehung und Heirat, all diese Dinge hat er sich das mehr oder weniger erschlichen. Und das ist der Punkt, wissend, dass er eigentlich nicht rechtmäßig der König der Juden ist, hat er an diesem Thron hat er sich da gefesselt und hing da krampfhaft dran fest und hatte Angst, dass irgendjemand kommt und sagt, du bist gar nicht rechtmäßig der König der Juden und ihm diesen Thron natürlich streitig macht. Und so hat er radikal jeden weggeräumt, buchstäblich umgebracht, der in irgendeiner Weise nur ihn dazu bringt oder die Gedanken aufbrachte, Anspruch auf diesen Thron zu haben. Jeder, der ihm nur gefährlich werden konnte, hat er beiseite geschafft. Bis dahin, dass er sogar seine Frauen umgebracht hat, er hat seine Kinder umgebracht, die irgendwie ein Anzeichen gegeben haben, sie haben Anspruch auf diesen Thron. Er hatte übrigens 9 Frauen. Und so hatte er ganz, ganz viele Kinder und nicht alle haben überlebt, nicht alle Frauen haben überlebt, weil er so eine große Angst hatte, sie könnten ihm an seinen Thron gehen. So ein brutaler und selbstsüchtiger Herrscher war dieser Herodes. Und wenn wir lesen, als Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Herodes, so das ist unser Hintergrund. Da herrscht der Herodes, der rechtmäßig kein König ist, aber alles dafür tut, um diese Königsherrschaft zu behalten. Bis zum Mord und bis zur Brutalität, bis zum Kindermord. Dass er Kinder bis 2 Jahre alt war, alle, die in der Gegend Israel, Judäa gelebt haben, hat er sie rigoros umbringen lassen. So ein König und so hat er an dieser Macht festgehalten. Ich hoffe, dass diese wenigen Informationen uns helfen zu verstehen, warum auf einmal er so erschreckt war. In Vers 3 heißt es, als der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt. Und dieses Wort bestürzt beschreibt, er war außer sich, er war erschrocken, er war sauer, er war entrüstet. Und was passiert jetzt hier? Und warum, wir verstehen, jetzt kommen irgendwelche sonderbaren Figuren und die sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und da klingeln bei ihm natürlich alle Alarmglocken. Jetzt muss er wissen, wer sind sie, woher kommen sie, wer ist dieser König, wer macht mir jetzt streitig meinen Thron und will alles daran setzen natürlich, um seinen Thron zu behalten. Das ist so ein bisschen unser Hintergrund und der Hintergrund von diesen sogenannten 3 Königen, die heiligen 3 Königen, die dann auf einmal in Israel auftauchen. Also, wer waren sie? Lass uns kurz mal schauen, wer waren sie? Eine Frage, zumindest nicht nur eine, aber eine von den vielen, die ich heute mit euch, der ich heute mit euch nachgehen möchte. Der biblische Bericht sagt uns, wer sie waren erstmal, und da steht erstmal nichts von Königen. So ganz ernüchternd, in der Bibel steht nicht, und da kamen 3 heilige Könige, sondern da steht, da kamen Weise. Da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Also die Bibel nennt und sagt, es waren keine Könige, ist auch nicht die Rede von 3, auch ist nicht die Rede von heilig, und auch werden keine Kamele erwähnt, nichts von dem erstmal. Ich lasse die Spannung noch da. Spannend, wie kommt man auf die ganzen Gedanken von 3 Königen und Heiligen, Kamele und all das? Wie kommt man überhaupt dahin? Aber erstmal steht da nichts davon, aber was wir auf jeden Fall wissen, das waren Weise. Und eine andere Übersetzung von diesen Weisen, man kann auch sagen Wahrsager oder Sterndeuter. Das umschließt dieses Wort, das hier gemeint ist. Also wer da kommt, sind eigentlich Magier. Das ist das eigentliche Wort für die Weisen, die uns hier beschrieben werden. Es kommen irgendwelche Magier aus einem fernen Land und die suchen König der Juden. Das sind Sterndeuter, Magier, Wahrsager, das ist die bessere Umschreibung. Also erstmal keine Könige, sondern das sind Wahrsager, Magier, die da kommen. Was tun sie? Oder diese Magier oder diese Wahrsager, und sie tauchen immer wieder auf, auch in unserem Kontext der Bibel. Wir finden sie immer wieder von den ersten Zeilen, oder nicht ersten Zeilen, von den ersten Büchern der Bibel, finden wir sie bis zum letzten Buch in der Bibel. Sie tauchen schon sehr, sehr früh bei Mose auf, Wahrsager und Magier und diese. Und die finden wir bis im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, sehen wir immer wieder. Wer sind sie? Ich will das so zusammenfassen. Die haben durch zahlreiche dämonische Tätigkeiten,
Und ich will betonen, dämonische Tätigkeiten, Wahrsagerei, Zauberei, Hexerei, Deutung von Träumen durch Astrologie, Deutung von Sternen, das waren Okkultisten. Die daher kommen, haben nichts mit heiligen Königen zu tun, die da kommen, waren Okkultisten. Die haben durch die Art und Weise, wie sie lebten, was sie taten, Okkultismus betrieben. Sie deuteten die Zeiten, die deuteten das Leben, die deuteten die Ereignisse, indem sie Wahrsagerei betrieben. Durch Sternen, Astrologie, durch all diese Dinge, durch Zauberei haben sie das getan. Übrigens, von diesem Wort Magier, das dahinter steckt, kommt dann das, was wir kennen von Magie. Oder wir kennen, also ich hoffe nicht, dass ihr persönlich es kennt, aber schwarze Magie, habt ihr schon mal gehört? Oder weiße Magie, wie auch immer. Das wird abgeleitet von dem Wort Magier hier aus unserem Text. Und das ist das, was sie auch getan haben. So schwarze oder weiße Magie, was auch immer. Aber das waren Magier. Das waren Wahrsager, das waren Okkultisten, die da hier auf einmal in Jerusalem auftauchen. Sie wurden aber in der Zeit, in der sie lebten, das waren Experten. Das waren damals wirklich die Wissenschaftler schlechthin. Das, was wir bei uns heute Professoren und Doktoren und übrigens Magister, werde ich auch gleich was dazu sagen, sind, das waren damals die Magier. Die haben durch ihre Art, wie sie die Welt gedeutet haben, wie sie die Welt verstanden haben, wie sie nach Rat und nach Verständnis gesucht haben, das waren die damaligen Experten. Menschen sind zu ihnen hingegangen und sagen, was soll ich tun? Was ist richtig, was ist falsch? Nicht nur Menschen, Könige gingen zu ihnen und suchten bei ihnen Rat. Sollen wir einen Krieg führen oder nicht? Sollen wir diesen König einsetzen oder nicht? Sollen wir wirtschaftlich das machen oder nicht? Sollen wir Geld anlegen oder nicht? Haus kaufen oder nicht? Sie sind zu diesen Magiern gegangen und die haben dann durch ihre Wahrsagerei, durch Händelesen, durch Pendel, was auch immer, haben sie ihnen gesagt, was man zu tun hat. Kennen wir eigentlich schon, gell? Also nicht persönlich, aber haben gehört, dass das sowas gibt. Dass Leute irgendwelche Horoskope lesen und sagen, heute Morgen geh bitte nicht raus. Das wird kein guter Tag. Oder dein Sternzeichen sagt, du sollst diesen Beruf ausüben. Dein Sternzeichen sagt, du kannst mit diesem Partner nicht zusammen sein, das wird nicht funktionieren. Ihr seid zu unterschiedlich. Und so, man befragt Sterne, Sternzeichen. Und das sind die Wahrsager. Das sind die Weisen aus dem Morgenland, die zu Jesus an die Krippe gekommen waren. Das waren Okkultisten, die das Leben und die Gesellschaft durch ihre Art der Lehre beeinflusst haben. Ich will das aber so ausdrücken, das waren wirklich Experten auf ihrem Gebiet. Man nannte sie, von Magier kommt der Begriff Magister. Und von Magister kommt Master. Habe ich übrigens einen gemacht. Ich bin kein Magier. Ich habe einen Magister oder einen Master in biblischer Theologie gemacht. Mittlerweile verbindet man mit einem Master einen Experten, einen Meister in seinem Fachbereich. Und so waren die Magier Meister, Magister in ihrem Fachbereich. Und der Fachbereich war, durch Stern und Wahrsagerei die Welt und ihre Ereignisse, das Gute und Böse zu deuten. Das sind diese Menschen, diese sonderbaren Figuren, die da auftauchen. Ich glaube, dass wenn man genau anschaut, was hier steht, dass die noch sonderbarer sind als all die Weihnachtskarten und die drei Könige. Alles, was man von ihnen weiß, ist noch weit sonderbarer, als was man schon über sie weiß. Wenn man genau guckt, wer sie eigentlich waren. So, wer waren sie eigentlich? Also es waren Magier und jedes Land im Orient hatte diese Magier gehabt. Alle Könige haben sich diese Magier natürlich, das waren die Superwissenschaftler. Was man heute macht, man holt sich Experten. Man holt sich Wirtschaftsexperten, was gibt es noch für Experten? Politische Experten, Agrarexperten, soziale Experten. Und man holt sich in sein Regierungsteam und lässt sich von diesen Experten dann beraten und sagen, was machen wir, wie regieren wir? So, CDU hat sich jetzt auch bei Experten gerade gewählt, ja? So, das ist die Art. Also man holt sich die Experten auf ihrem Fachgebiet und so haben die Könige sich die Experten auf den verschiedenen Fachgebieten geholt und das waren eben Magier, Wahrsager, Sterndeuter und sie haben die ihnen gedient. Ägypten hatte solche Wahrsager. Wenn ihr die Geschichte Moses liest, dann seht ihr, dass der Pharao sich von diesen Magiern hatte beraten lassen, ob das richtig alles ist, was der Mose tut und sagt. Babylon hatte solche Wahrsager, Nebukadnezar hatte sie am Hof, Daniel und seine Freunde gehörten mit dazu, zu dieser Gruppe. Medo-Persien, Assyrien und später die
das nächste Volk auch, Parther, die dann da regierten, die hatten all diese Wahrsager. Und sie waren hochstehende Persönlichkeiten, sie waren Beamte, könnte man so sagen. Sie waren Königsberater, das waren hochgestellte Personen, Verwalter, die haben ganze Bezirke verwaltet, ganze Regionen verwaltet, Städte wurden ihnen anvertraut. Also es waren nicht einfach nur solche, die da ein bisschen gependelt haben, sondern es waren wirklich hoch angesehene Menschen. Im Reich der Mede und Perser war es sogar so weit, dass sie Gesetzgebungen erlassen haben. Habt ihr schon mal was gehört von dem Gesetz der Mäder und Perser? Wenn sie ein Gesetz erlassen haben, konnte man es nicht ändern. Das ist das Gesetz von diesen Wahrsagern. Das haben sie erfunden sozusagen. Und man sagte sogar, dass dass sie so hochgestellt waren, dass diese, und das ist vielleicht die wichtigste Information, dass diese Wahrsager oder diese Beamten, jetzt Magister, die haben Könige eingesetzt und abgesetzt. So eine hohe Stellung hatten sie und so einen Wert, dass sie die Könige eingesetzt haben und abgesetzt haben. Aufgrund von Deutung, von Sternen und von diesen Dingen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass noch mehr, warum Herodes auf einmal, Angst gekriegt hat. Ja? Warum er Panik gekriegt hat. Jetzt kommen solche hohe Beamte in die Stadt, von denen man weiß, dass sie im Orient Könige einsetzen und absetzen, die aufgrund von Deutungen, von Sternen, diesen Dingen, sagen, wer ist jetzt der König nicht? Und jetzt kommt und sagen, wo ist der neugeborene König? Und im Herodes ist klar, sie wollen einen neuen König einweihen. Das will er nicht. So, das sind unsere Magier. Nun nebenbei für die Kinder, kennt ihr diese Hüte, die dann immer so diese Zauberer, so diese Spitzenhüte, gell? Und Hexen und so. Darf ich gar nicht, da kriege ich schon wieder Ärger, dass ich es gesagt habe. Woher kommen die? Diese Magier hatten die alle diese Hüte an. Die waren zwar mit so einem Turban dazwischen und da war eben so ein so zylinderförmiger Hut waren das. Das, was wir heute von vielen diesen Bildern haben mit diesen zugespitzten Hüten, Kopfbedeckung. Sie kommen, also wir merken, wie viel Einfluss die diese damalige Gruppe sogar bis auf unsere heutige Kultur Verständnis von vielen Dingen haben. Bis zu meinem Studium taucht dieser Name irgendwo auf. Also großen Einfluss und große Persönlichkeit, was wir hier haben. Nicht irgendwie einen sonderbaren Figuren, die dann drei Könige auf Kamelen da eingeritten haben. Sie haben wirklich die Weltgeschichte mit beeinflusst, können wir sagen. Zumindest die Geschichte des Orients haben sie zum großen Teil mit beeinflusst. Diese Persönlichkeiten tauchen in der Bibel wirklich immer wieder auf. Ich will euch heute nur zwei Begebenheiten euch kurz vor Augen führen, dann auf etwas mehr auf die eingehen. Wir finden sie zum Beispiel im 4. Buch Mose. Ab Kapitel 22 bis Kapitel 24, wir lesen es später kurz da hinein, finden wir eine sonderbare Geschichte, als Israel, also als Jakob mit seinem Volk Israel durch die Wüste zieht, also nicht Jakob zieht durch, sondern das Volk Jakobs, durch die Wüste zieht und dann an die Grenze von Moab kommt. Der Moabiter eines Volkes und sagen sie, lass uns durchziehen, beziehungsweise stehen vor der Grenze, so war es. Und der König von Moab hat Angst und er sagt, okay, ich muss sie verfluchen. Und dann holt er sich so einen Wahrsager, so einen Sterndeuter. Und man nennt ihn, man kennt ihn unter dem Namen Bileam. Und der Balak, der König, holt diesen Bileam und sagt, bitte verfluch dieses Volk. Du bist ein Wahrsager, verfluch sie. Und Bileam kommt und er will verfluchen, kann aber nicht, muss ständig segnen. Und jedes Mal muss er fluchen, kann er nicht segnen. Warum? Weil der Segen Gottes auf diesem Volk liegt. Warum? Wir werden es gleich sehen. Aber das ist die Geschichte. Da taucht so ein Wahrsager, so ein Sterndeuter, taucht in unsere Bibel auf. Es taucht nochmal auf, und zwar bei Daniel. Daniel wurde von Nebukadnezar und mit seinen Freunden weggeführt aus seiner Heimatstadt und seinem Heimatland. So 500 vor Christus ungefähr hat Nebukadnezar Babylon Israel erobert, hat die Städte zerstört, hat es verbrannt, hat den Tempel zerstört und viele Gefangene weggeführt. Und darunter waren unter anderem fünf Freunde, wenn sie einen Hund dabei gehabt hätten. Ja, so waren die Freunde da und Daniel und Nebukadnezar hat gesagt, schaut euch unter den Israeliten, ob sie auch nicht solche Wahrsager haben. Guckt, ob da solche weise Männer sind. Zwar nicht aus dem Morgenland, sondern da. Guck mal, ob sie so weise sind. Und die bilden wir dann in unserer Wahrsagerei aus. Und sie sollen mir auch dienen.
Das war die Strategie von Nebukadnezar. Und so haben sie schlaue Jungs da gefunden und die haben sie ausgebildet für diesen Dienst. Und unter anderem Daniel und seine Freunde waren so in diesem Auftrag, diesen Dienst da eben zu tun. Nebukadnezar hat sie ausgebildet. Und dann, wir bekommen eine interessante Geschichte, da bitte ich euch, Daniel 2 mit mir aufzuschlagen, wer eine Bibel hat. Wenn nicht, ich lese es gerne euch vor. Daniel 2, das ist ziemlich am Anfang von dem Dienst von Daniel als sozusagen ein Wahrsager am Hof Nebukadnezars, im babylonischen Hof. So, ich muss das kurz selber aufschlagen. Hier. Daniel 2. Nebukadnezar hat einen Traum. Ganz interessante Geschichte. Er hat einen Traum und ist so verstört von dem Traum, er versteht nicht, aber es macht ihm viel Angst. Also was macht er? Er holt seine, und ich lese auch Daniel 2, Vers 2. Und der König befahl, dass man die Wahrsagerpriester, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter zu ihm rufen sollte. Das ist die Umschreibung der Weisen aus dem Morgenland, so wie die damals genannt wurden. Die wurden Wahrsagerpriester genannt, Beschwörer, Zauberer, Sterndeuter. Nur nebenbei, daher kommen die Sternsänger. Kennt ihr Sternsänger? Die dann sich als Könige verkleiden und an die Türen klopfen. Und deswegen nennt man sie Sternsänger, weil man diese drei Könige dann als die Sterndeuter, und dann singen sie dann und dann sind sie die Sternsänger geworden. Ja, okay, nur nebenbei. Aber dass wir ein bisschen einordnen, was in unserer Welt so passiert. So, also, und der Nebukadnezar holt die und holt diese Beschwörer, und das, was sie tun mussten, sie mussten ihm sagen jetzt, was ist los? Die mussten ihm den Traum erklären. Aber jetzt ist es natürlich einfach. Jeder könnte ja erklären, wie er will, gell? Nebukadnezar erklärt einen Traum und der eine sagt, also ich denke, das ist so. Und der andere sagt, aber ich denke, das bedeutet das. Und Nebukadnezar dachte sich, woher weiß ich, dass sie die Wahrheit sagen? Die reden bestimmt so, wie ich es gerne haben möchte und erzählen mir nur Gutes. Und dann hat er sich was Cooles ausgedacht. Er hat gedacht, ich sage ihnen nicht, was ich geträumt habe. Und sie sollen mir sagen, was ich geträumt habe, und dann sollen sie es noch deuten. Und wenn jemand weiß, was ich geträumt habe, dann kann ich mir auch seine Deutung glauben. Das war seine Strategie. Nicht dumm, gell? Er hat schon gemerkt, irgendwie passt das nicht so mit diesen Wahrsagern, Sterndeutern und so. Irgendwie reden sie ihm so ein bisschen nach dem Mund und passt irgendwie nicht. Also, passiert Folgendes. Dann kommen die Sterndeuter zu ihm und die finden es voll unfair. Die sagen, wer konnte schon mal sowas machen? Nebukadnezar, unmöglich. Und der wird stinkesauer. Sagt, okay, ihr könnt es nicht, dann müsst ihr alle sterben. Panik, muss alle töten. Keiner kann das deuten und sagt, wir können doch nicht sagen, welchen Traum du hast. Sag uns den Traum und wir sagen die Deutung, kein Problem. Sagt er, nee, sag mir erst den Traum und dann die Deutung. Er wird stinkesauer und befiehlt, dass alle Weisen, Sterndeuter, Wahrsagepriester, Zauberer getötet werden sollten. Ja, was vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre, aber Daniel, der natürlich unter dieser Gruppe war, der mitgedient hatte, da in dem... Der merkt, und die Nachricht kommt zu ihm und er sagt, oh, gefährlich. Dann geht er und lässt den Nebukadnezar bitten und sagt, gib mir ein bisschen Zeit. Und ich lese euch ab Vers 15. Ab Vers 14 vielleicht, damit wir nicht mitten im Satz anfangen. Da machte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Leibwache des Königs, die ausgezogen waren, um die Weisen zu Babel zu töten. Merkt ihr, da ist der Begriff die Weisen zu Babel. Das sind die Weisen aus dem Morgenland. Babel zu töten, einen klugen, verständigen Einwand, indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum denn die strenge Befehl des Königs? Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und erbat sich von dem König, dass ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaria, das sind die Freunde, die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen der Weisen von Babel umkämen. Darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem Wahrheit und Macht, dem Sein, sie sind Sein.
Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe des Verborgenen. Er weiß, was in der Finsternis, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott, meine Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. So, Daniel erbittet das. Er geht zu Gott, er deutet keine Sterne, er beginnt nicht mit Wahrsagerei, er schmeißt keine Knochen und all diese Dinge, sondern er geht zu Gott. Das war seine Art, das zu tun, was die anderen getan haben. Die gingen zu den Sternbildern, sie gingen zu ihren Götzen, sie taten das, was sie taten und befragten ihre Götter. Aber Daniel und seine Freunde, die gingen zu dem Gott, Gott des Himmels, des Gott Israels. Und sie sagten, Herr, was war das für ein Traum? Und der Herr gibt ihm dem Daniel den Traum, denn diesen Traum hat er selbst ja den Nebukadnezar auch gegeben. Und Daniel kommt zu Nebukadnezar und sagt, ich weiß es. Und dann sagt er, ja, wie weißt du das? Und er sagt, das habe ich nicht, Gott hat es mir gegeben. Warum ist das so wichtig? Wir sehen, dass die Wahrsager im Alten Testament, diese Sterndeuter, sie sind nicht in der Lage, die Wahrheit zu kennen. Sie sind Okkultisten, die ihre Lebenswelt und ihr Verständnis und ihre Weisheit nicht von Gott haben. Sie können nicht wissen, was Gott will. Sie kennen das nicht. Aber hier gibt es welche, die auch weise sind, auch Weisen sind. Und sie gehen zu Gott und fragen ihn. Und er offenbart ihnen die ganze Wahrheit. Derjenige, der Könige einsetzt und derjenige, der König absetzt. Also da begegnen uns schon die Weisen im Alten Testament. Das führt uns schon zu der nächsten Frage. Von wer waren sie? Ich hoffe, ihr habt so ein ganz bisschen einen Eindruck bekommen, wer sie waren. Woher kamen sie? Ich bin fest davon überzeugt, dass die aus diesem Morgenland kommen. Dass diese Weisen, die da in Jerusalem anfänglich auftauchen, die Weisen sind, da die in dem Morgenland gelebt haben. Und was ist das Morgenland? Das ist das Land der Sonnenaufgang. Und wo lag das Land der Sonnenaufgang? Im Osten. Und was ist da im Osten? Und da sind wir schon in dem Gebiet von Babylonien, Medo-Persien, Syrien und all dies. Das ist das Land, das wir heute zum Beispiel der Türkei, Irak, Iran, das ist die Gegend, sind diese Weisen zu Hause gewesen. Da war Daniel gefangen viele Jahre und hat diesen Dienst getan. Sie kommen aus diesem Land, Land der damaligen Babylonier, der damaligen Perser, der damaligen Assyrer. Zu der Zeit Jesu war das Land der Parther, jetzt habe ich es. Das war ein Reich, das im Prinzip diese Größe hatte, die damals eben Babel und so weiter hatten. Und sie waren natürlich an der Grenze zu dem damaligen Römischen Reich und für Rom eine große Gefahr. Und wenn dann auf einmal Weisen aus diesem Land kommen, von den Parther, und die es an der Grenze zu Rom liegt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Entrüstung noch größer dazu gewesen war. Also das ist so ein bisschen unser Hintergrund. Woher kommen sie? Sie kommen aus dieser Gegend. Warum ist das für uns wichtig? Die nächste Frage, die ich euch kurz beantworten möchte, woher wussten sie was von der Geburt? Woher wussten sie, dass ein König geboren werden muss, dass sie dahin gehen sollten? Woher wussten sie das? Ich bin mir davon überzeugt, sehr davon überzeugt, dass Daniel gute Arbeit geleistet hat. Daniel war wahrscheinlich in diesem Land einer der ersten Missionare, die es gab. Woher wussten sie, dass ein König geboren wird? Sie haben natürlich gesehen, mit welcher Weisheit Daniel gesegnet war. Sie haben gesehen, dass sie die Träume nicht deuten können, die Daniel deuten kann. Sie haben die Weisheit, die Vollmacht und die Kraft Daniels gesehen. Und er wurde ja von Nebukadnezar an die erste Stelle über alle Weisen gestellt. Es liegt wirklich sehr auf der Hand, dass zu ihrem Unterricht unter anderem AT-Bibelkunde gehörte. Ja. Dass Daniel sehr, sehr gerne mit ihnen auch das Alte Testament mal gelesen hat. Und sie gefragt haben, ja, wer ist dieser Gott, von dem du das weißt? Ja, woher kannst du die Träume deuten? Woher verstehst du das alles? Sie konnten es nicht. Und da ist einer Weiser unter ihnen, der weiß das alles. Und Daniel bezeugt, das möchte ich aus der Zeitgründe jetzt nicht vorlesen, und sagt, das ist nicht meine Weisheit, das ist nicht mein Verständnis, Gott des Himmels gibt es mir. Ja, wer ist dieser Gott des Himmels? Und der erklärt es ihnen. Der war der erste Evangelist, der erste Missionar im Orient. Daniel und seine Freunde haben großes Zeugnis davon abgegeben,
von den Verheißungen. So, was glaubt ihr, was hat diese Weisen dann so interessiert? Welcher Text könnte sie so gefesselt haben, dass sie gerne danach geforscht haben? Ich kann mir vorstellen, ein Text, wo Magier vorkommen, ein Text, wo Sterne vorkommen, denn die waren ja Sterndeuter, und ein Text, wo Könige vorkommen. Und es gibt einen Bibeltext, wo all das vorkommt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Text für sie sehr interessant war. Sie haben ihn sehr gerne gelesen, die haben gerne studiert, weil sie da all diese Dinge vorkommen. Und ich möchte euch bitten, mit mir 4. Buch Mose aufzuschlagen. Was haben sie gelesen? Was haben sie gekannt? Was wussten sie, dass sie wirklich dazu gebracht hat, nach Israel zu gehen und nach einem König der Juden zu suchen? Wenn ihr mit mir das 4. Buch Mose aufschlagt, ab Kapitel 22 bis 24 befindet sich diese Geschichte, von der ich kurz erzählt habe, nämlich die Geschichte von Bileam und Balak. Als dieser König den Wahrsagern Bileam bat, das Volk Israel zu verfluchen. Und statt er flucht, segnet er. Und in diesem Segen spricht er nur gute Sachen über dieses Volk. Und was er sagt, ist höchst interessant. Schaut mal, was Bileam da für eine Prophetie ständig verheißt, Verheißung Gottes. Ich zeige euch nur Kapitel 23, Vers 21. Da steht, also 4. Mose 23, Vers 21. Er blickt kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Verbrechen in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel ist in ihm. Also, dieser Wahrsager muss das Volk verfluchen. Und er geht hin und schaut das Volk an und denkt, so, ich gucke mir an und schaue mal, was das Schlechteste in diesem Volk ist und dann kann ich es verfluchen. Bestimmt wird Gott mit ihnen nichts Gutes im Sinn haben, weil sie ja böse sind. Also guckt er dieses Volk an und er sucht nach etwas Schlechtem, was er verfluchen kann und sagt, deswegen bist du verflucht. Und er guckt, steht auf dem Berg, guckt sich das Volk an und findet nichts Schlechtes. Warum? Weil er sagt, er sieht kein Unrecht in diesem Volk. Wie kommt das? Dann sagt er, ja, Gott ist da in diesem Volk. Ich kann es nicht verfluchen. Ja, warum? Dann sagt er, ein Königsjubel. Sie freuen sich über einen König. Sie jubeln über einen König. Da ist ein König da. Oh, das geht nicht. Kann er nicht verfluchen. Vers 23. Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt, was hat Gott gewirkt? Der steht da und merkt, keine Wahrsagerei der Welt kann gegen dieses Volk ankommen. Kein Wahrsager, kein Priester, kein Sterndeuter kann irgendwie dieses Volk verfluchen. Ja, warum das denn? Warum kann er das nicht tun? Kapitel 24, er startet noch einen Versuch. Und dann heißt es, und als Bileam sah, dass es gut war, in den Augen des Herrn Israel zu segnen, ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus, sondern er richtete sein Angesicht zur Wüste hin, und Bileam erhob seine Augen und sah Israel, gelagert nach seinen Stämmen, und der Geist Gottes kam über ihn. Er hat gemerkt, Wahrsagerei bringt hier gar nichts. Und dann richtet er sich auf den Herrn aus. Und dann kommt eine der herrlichsten Verheißungen, die wir finden. Ich lese sie ab in Kapitel 24, Vers 16 und 17. Es spricht, der die Worte Gottes hört, das sagt jetzt Bileam, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert die Söhne Seths. Das ist die Verheißung. Dieser falsche Prophet, dieser Wahrsager, Zauberer, dieser Magier, merkt, man kann das Volk nicht mit seinen Zaubereien verfluchen. Und warum? Er sieht in diesem Volk einen Stern aufgehen. Und er sagt, da, ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt, das heißt, es passiert nicht gleich. Ich sehe ihn jetzt, ich schaue ihn, aber es ist nicht nahe, das heißt, es ist noch auf eine spätere Zeit. Was Bileam sieht, er sieht etwas, was später passieren wird. Und er sagt, es wird ein Stern kommen aus Jakob, aus diesem Volk. Und dann sagt er, und ein Zepter erheben. Und ein Zepter steht für König. Das heißt, was Bileam sieht, aus diesem Volk kommt ein König, wenn ein Stern aufgeht. Versteht ihr, warum die Weisen aus dem Morgenland auf einmal
als ein Stern aufging, auf die Idee kamen, oh, sie müssen dahin. Sie haben von Daniel gelernt. Sie haben das Alte Testament gekannt. Und als auf einmal ein Stern aufging, dazu übrigens, wenn ich euch nicht so arg ermüde, lade ich euch den nächsten Sonntag ein, da müssen wir uns darüber nachdenken, was war das für ein Stern? Was für ein Stern geht vorher und geht vor und zurück, erscheint 2-3 Mal. Was ist das für ein Stern gewesen? Aber das nur nebenbei. Aber sie sehen und sie lesen und sie verstehen, dass es hier eine Verheißung gibt. Da ist ein Magier, der merkt, er kann mit seiner Zauberei nichts anfangen. Und er bekommt eine Verheißung, ein Stern wird kommen. Und zwar der König der Könige. Der König der Könige wird geboren. Ich möchte euch nur ganz kurz einladen, und ich komme langsam zum Schluss, mit mir nochmal ins Markus-Evangelium zu gehen. Matthäus. Markus sind wir woanders. Matthäus 2. Nochmal. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Schaut mal, was sie wussten. Sie wussten nicht nur, dass wenn ein Stern aufgeht, ein König da ist. Sie wussten auch, dass dieser König neu geboren wird. Das heißt, sie suchten nicht einen erwachsenen Mann. Sie suchten nicht einen, der bei Herodes abgesetzt ist. Sie wussten, wenn der Stern aufgeht, da wird ein Kind geboren. Woher wussten sie das denn? Was kannten sie auf jeden Fall dann? Nicht nur Mose, sondern Jesaja. In Jesaja 7 wussten sie, konnten sie lesen, eine Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Und sie müssen nur ein paar Kapitel weiterlesen, und steht in Jesaja 9, und ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und man wird seinen Namen nennen, wunderbarer Ratgeber und ein König der Herrlichkeit. Das heißt, wisst ihr, was diese Weisen, diese Okkultisten, wisst ihr, was sie wussten? Sie kannten die Bibel. Sie kannten das Alte Testament. Was brachte sie, nach Jerusalem zu gehen? Was brachte sie, zu der Krippe zu gehen? Nicht zu der Krippe, zu dem Haus. Das auch müssen wir noch beantworten. Was brachte sie dazu, so einen langen Weg auf sich zu nehmen und den wahren König zu suchen? Sie kannten die Bibel. Und dieses Verständnis, oder ich will noch anders sagen, sie kannten nicht nur sie, sie glaubten ihr. Denn wenn man nicht glaubt, dass das, was da wahr ist, dann macht man sich nicht aus dem Irak, Iran, aus der Gegend für 3-monatige Reise da mitten durch die Wüste und man zieht nach Jerusalem und kommt in ein fremdes Gebiet, das gefährlich ist, römisches Gebiet, das könnte Konflikt auslösen. Man macht sich nicht einfach so auf einen mühsamen Weg, wenn man nicht glaubt, dass da, was da steht, wahr ist. Warum sind sie losgegangen? Weil sie die Schriften kannten? Weil sie ihr glaubten? Und jetzt kommt's. Warum? Damit wir ihn huldigen, damit wir ihn anbeten, damit wir ihn verherrlichen. Sie sind gekommen, weil sie gesagt haben, wir glauben, was in der Bibel steht, und wir sind gekommen, diesen König zu suchen. Wir wollen ihm anbeten, wir wollen ihm Ehre geben. Wir akzeptieren, dass er der König der Könige ist, der Herr der Herren. Wir beten ihn an. Interessanterweise, da kommen diese, darf ich es wirklich nochmal so sagen, diese Okkultisten, die eigentlich ihr ganzes Leben lang auf Götzen gesetzt haben, nicht auf den wahren Gott. Sie lesen die Schrift, sie lesen die Bibel, sie kommen zur Erkenntnis, Gott verheißt einen wahren König. Und sie machen sich auf, gehen dahin, suchen ihn und beten ihn an. Und da gibt es ein Volk, das hat zuerst die Bibel bekommen. Das haben sie sogar in ihrer eigenen Sprache. Sie können es lesen, müssen es nicht übersetzen. Und sie wissen sogar, wo das steht. Als Herodes fragt, die schriftgelehrten Pharisäer, wo wird er geboren, der Christus? Und sie sagen, zu Bethlehem, ist klar. Gehen sie hin? Nein, das ist 10 Kilometer entfernt. Die kommen da, tausende Kilometer gereist und gefühlt, und die kommen 10 Kilometer entfernt und die gehen nicht hin. Warum? Sie glauben nicht, was da steht. Sie haben es. Sie wissen, was da steht. Die kennen all die Geschichten, die kennen die Verheißung, sie glauben ihnen nicht. Und darum gehen sie ihn nicht, darum sehen sie ihn nicht, darum beugen sie ihre Knie nicht und beten ihn nicht an. Dann kommen Heiden, nicht Juden, Heiden, Menschen, die eigentlich
keine Qualifikation dafür haben, eigentlich nach unserem Verständnis, wo wir sagen, was sind das für komische Leute? Und sie kommen und sie glauben. Sein eigenes Volk glaubt nicht, obwohl sie die besten Voraussetzungen dafür haben. Und sie kommen. Ich möchte einen kurzen Bezug zu heute schlagen. Schaut mal. Es gibt nur einen wahren Herrscher, der über nicht nur über das Leben dieser Welt, nicht über die Könige dieser Welt herrscht, sondern auch über dein eigenes Leben, über dein Herzen herrscht. Das ist Jesus Christus. Ob du es glaubst oder nicht, ändert an der Tatsache nicht, dass er der Herrscher ist. Er ist es. Da gibt es einen König, der nicht rechtmäßig über sein Leben herrscht und über das Leben des Volkes herrscht. Und der setzt alles darauf, diese Herrschaft zu bekommen. Und wenn er mitbekommt, dass dieser König gewonnen hat, dann dreht er durch und will ihn beiseite schaffen. Und ich sehe da eine Parallele. Wir herrschen über unser Leben und wir sind nicht rechtmäßig Könige unseres Lebens. Sind wir nicht. Wir sind nicht aus dieser Linie, dass wir die Königsherrschaft an uns ziehen können. Wir sind nicht die Krönung der Schöpfung, sagen wir Menschen, wir sagen, wir sind nicht in der Lage, diese Welt zu deuten. Wir sind nicht in der Lage, die Lebensumstände zu deuten, wie Gott es sieht. Wir sind nicht in der Lage, mit unserer Wissenschaft, mit unserem Verstand, wir sind nicht in der Lage zu sagen, was richtig und falsch ist. Aber es gibt einen, der König ist, der das sagt. Und wenn wir mitbekommen, dass es ihn gibt, was machen wir? Wir setzen alles daran, ihn aus unserem Leben auszulöschen. Warum? Weil wir Angst haben, dass er uns von unserem Thron, von unserer Herrschaft stürzt. Und so grausam wie Herodes töten wir ihn, indem wir sagen, es gibt ihn nicht. Alles Mythen, alles Geschichten. Aber er lebt. Und es gibt welche, die der Bibel glauben, obwohl sie aus so einem Hintergrund kommen, bekennen und verstehen, die können nicht das tun, was dieser Gott tun kann. Sie beugen sich und die kommen zu ihm. Und sie begegnen ihm. Und das Interessante, sie gehen anders nach Hause. Sie kommen auf einem Weg, neugierig, und gehen aber einen anderen Weg zurück. Dann heißt es am Ende, und sie, als sie den Traum eine göttliche Weisung empfingen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen auf einem anderen Weg ins Land. Sie wollten nicht, dass Herodes ihn umbringt. Warum? Weil sie ihn erkannt haben. Sie sind als Götzendiener gekommen, die sind als Okkultisten gekommen, sind als Neugierige, vielleicht Suchende gekommen, aber sie sind als Gottesanbeter nach Hause gegangen. Als Wiedergeborene, als Gläubige, an Christus Gläubige, sind sie einen anderen Weg nach Hause gegangen. Warum? Weil sie ihm begegnet sind, dem König der Könige. Sie haben interessante Geschenke mitgebracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als ob sie ahnten, wen sie dann treffen. Und das erste Geschenk ist Gold. Und Gold schenkt man wem? Einem König. Das heißt, sie bezeugen und bekennen und ehren ihn und sie geben ihm Gold und sagen, du bist der König der Könige. Sie bringen eine Gabe. Sie beten ihn an, was sie alles wussten. Warum sie Myrrhe und warum sie Weihrauch und Myrrhe mitgebracht haben, das wollen wir in den nächsten Sonntagen uns miteinander anschauen. Ich lade euch ein, mit mir diesen Fragen weiter nachzugehen. Ich lade euch ein, den nächsten Sonntag mit mir diesen Fragen nachzugehen. Es gibt noch viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Und es gibt noch einige Verse. Wir haben gerade einen von denen betrachtet. Wir wollen dem nachgehen, wer dieser König ist und was das mit diesen Weisen aus dem Morgenland zu tun hat. Warum sind sie gekommen? Für heute möchte ich euch ans Herz legen, sie glaubten der Schrift, was über den König da verheißen war. Und machten sich auf den Weg, ihn zu suchen. Ich hoffe, du machst dich auf den Weg, auch ihn zu suchen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir für die Offenbarung, dass du uns nicht in Unwissenheit lässt darüber. Herr, und dass du uns dein Wort gegeben hast, dass auch Weihnachten für uns nicht eine kitschige Angelegenheit ist, die wir von Postkarten, Krippenspielen und Filmen kennen, sondern du hast uns dein Wort gegeben, damit wir hineinschauen können, was wirklich passiert ist. So bitte ich dich, Herr, lass uns die Bedeutung der wahren Weihnachten, der wahren Ereignisse, auch in diesen sonderbaren Geschichten hier, erfassen, um was es eigentlich geht. Du bist König der Könige, du kamst auf diese Welt, um zu herrschen und du kamst auf diese Welt, um zu retten. Du bist der wahre König, ich danke dir dafür. Amen.